Leute. Heute kommen wir zum ersten richtigen Raid der Season. Ich wünsche euch alle eine frohe Weihnachtszeit und viel Spaß. Mein Raid-Target hat abgepinnt. Das gibt's nicht im Vault Drop Tower. So eine Scheiße. Und Mabbing? Okay, das wäre ein längerer Raid. Okay, Leute, richtig krasse Neuigkeiten. Ihr dürft jetzt nicht ausrasten, okay? Das hier ist der Spot, an dem ich eben war. Hier oben habe ich gesessen und mit dem Fernglas runtergeguckt. Da, wo der große Baum steht, ist ungefähr der Turret Tower. Ungefähr genau da. Und genau dort ist der Eingang in die Base. Ich wollte mir das Ganze jetzt mal angucken, was das für eine Base ist. Ich fliege hier rein. Hier stehen dann übrigens die anderen Turrets von den Jungs. Und denke mir, okay, wo geht's denn hier hin? Ah, okay. Hier geht's noch ein bisschen runter. Bin ein bisschen ernüchtert, dass der Spot doch so klein ist. Aber gut, man weiß ja nie, auch die kleinen Lemminge können Loot haben. Und dann sehe ich dieses Loch und denke mir, der verfickte Spot hat einen scheiß Hintereingang. Und meine Überlegung ist es jetzt, ob ich es schaffen kann, ob da Turrets sind, wie die Situation ist, hier ein Raid durchzustarten. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, ich bin im Singleplayer gerade unterwegs, um zu testen. Und das erste, was ich jetzt teste, ist, kriege ich einen Sleeper durchplatziert und das sieht eventuell geht das. Von innen sieht das Ganze so aus und das sieht aus, als wäre ich drin, oder? Oh mein Gott. Ich werde jetzt einmal testen, ob man hier Granaten durchwerfen kann oder ob das hier zu ist. Nee, geht. Ich kann die komplette Base theoretisch clustern eben. Ich bin auch gerade dick am Briten und meine Kabus hochheilen. Es ist wieder nachts und wie so ein Lemming ist wer unterwegs, der Simi. Aber es sind auch noch 36 Leute und ich bin gerade gejoint. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs sogar da sind, ist gar nicht mal, ja, so gering, ne? Aber nichtsdestotrotz, es ist gut, dass ich eben schon mal da war. Ich konnte nämlich dadurch, dass ich schon einmal da war jetzt, sehen, was da für Tames standen und sehe es sofort, wenn sich da was verändert hat. Das heißt, ich kann jetzt einigermaßen gut ablesen, ob die Jungs on sind oder nicht. Und das ist schon mal einiges wert. Denn so eine sneaky Action mit Granaten von hinten reinwerfen oder mit dem Schlafsack in deren Baseborn funktioniert in keiner Welt, wenn die Jungs gerade on sind. Und wenn sie einmal sehen, was ich versuche, dann bauen sie sofort Turrets hin, falls sie da nicht sogar schon Turrets haben und halten Wache und dann kann ich es ganz vergessen. Und das ist jetzt meine einzige Chance, das zu knacken über diese sketchy Methode, von der ich nicht mal weiß, ob sie funktioniert. Das da vor mir ist auf jeden Fall der Baum. Da rennen dann die ersten Sachen rein. Sie haben da Foundations vorgebaut. Aber gut, sieht das aus? Es ist ungeschützt. Da ist einfach kein Turret vor, wahrscheinlich. Nicht zielt eins raus, ne? Und ich versuche jetzt mal von hinten unten an den Bubats ran zu connecten. Genau so. Gib mir einen guten Look. Da sehe ich was. Mavericks, Fabricator. Kein Turret, das da auf den Eingang lunzt. Die haben da einfach nur eine Wand vorgebaut. Einfach nur eine verdreckste Wand. Locker, weil sie denken, da kommt eh keiner durch. Aber sie haben vergessen, dass es einen Schlafsack gibt. Oh, wie ärgerlich ist das? Bitte, Jungs. Okay, ich muss nur hoffen, dass ich da freigesprengt kriege, um da überhaupt einen Sleeper reinzunaten. Und da liegt einer. Ich glaube, der ist ausgelockt. I believe he's logging out. Okay, ich hole Granaten. Ich bin equipped mit 28 Granaten. Ein paar Netzen, einer Netgun und ein paar Schlafsäcken. Ich denke, damit ziehe ich ab. Dann kommen wir wieder von hinten an. Gehen für die Landung. Verstecken unsere Möse mal genau hier. Okay, dann kommen wir jetzt zum spannenden Part. Das hier ist mein Entrance. Kein Internal, oder? Da oben die? Kein Internal. Der hat kein fucking Turret hier drin. Den nehme ich aus wie eine Weihnachtsgans, Digga. Wie weit kann ich zurück, bevor der Tower hittet? Keine Ahnung. Die ist gut. Die ist gut. Genau so. Baby! Das ist es. Ich habe nur saumäßig Schiss, gegankt zu werden. Und ich hätte C4 machen sollen. Aber gut, jetzt machen wir es mit Granaten eben. Und probieren unser Glück. Damit sollte die Foundation liegen. Down der Lachs. Okay, und jetzt dahinter die Wand. Und die Foundation. Das muss weg. Shit. Shit. Damage. Oh mein Gott, yes. Okay, weiter rechts. Jawohl. Die gehen rein. Da sagt ihr mir, was ihr wollt. Die gehen rein. Jawohl. Ich bin reingeknackt. Und jetzt kommt der Plan, ne? Jetzt muss Plan Sleeper klappen. Ich hab Schiss, dass da doch ein Turret ist, aber ich sehe keins, ne? Wir legen uns hin und wir sleepern uns durch.
Enemy structures closer than 8 foundation building prevented. Du blödes Arschloch. Du blödes Arschloch. Building prevented. Ach du Scheiße, die haben hier einen extra Schutz gegen Schlafsacktricks. Was soll das denn? Ich sehe ihn da sogar liegen. Weißt du, wie ich meine? Ich sehe die Sau. Vielleicht kann ich mich durch Grapple glitschen, wenn ich mich selbst ausknock oder so. Soll ich das probieren? Okay, ich flieg nochmal kurz in die Base und mach mir nochmal Gedanken. Irgendwie muss ich da doch reinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nicht geht. Irgendwie muss das. Stand der Dinge. Ich habe echt alles probiert. Ich war am Singleplayer unterwegs. Von mit Ziplines durch Knockouten, ein Obis durchschmeißen. Nichts geht. Ich komme durch dieses Loch nicht in den Spot. Und jetzt ist meine Überlegung. Ich habe diesen einen Eatable Ready Stego, der halbwegs Level hat. Und ein paar Kabos. Ich überlege, ob ich meinen Dadon full mache. Dann ein paar Kabos in den Tower schicke. Und dann mit dem Stego dran vorbei in die Main Wall lauf. Mit einem fucking Rocket Launcher an. Kann klappen. Das kann genauso gut Schuss ins Arschloch sein, ne? Arschbohrer kriegt jeder. Das gehört zum Kindsein dazu. Aber du machst auch noch mehr Sachen. Aber nix mit deinem, nix was Arschbohrer-mäßiges. Schlimmer. Ich bin desperate jetzt. Ich will da rein in die Bude. Ich habe halt da drin nur einen Spieler gesehen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, die ganz, ganz kleine Hoffnung, dass das nur einer ist und der halt nicht unendlich Munition gefarmt hat und ich deshalb mit Soaken da vielleicht sogar eine Chance habe, was zu reißen. Ich glaube es zwar nicht und mein Stego ist auch nicht ready und selbst wenn der hier jetzt ready wird, der ist imprinted und alles, das wäre mein bester Stego, den ich hätte. Selbst wenn der jetzt ready wird, ist der nicht gelevelt. Das ist noch ein großes Problem. Okay, 127k hat der gut. Ich derender den einmal kurz. Denn falls ihr es nicht wisst, das Dadon muss ja Nahrung konsumieren, damit er Hunger kriegt. Und mit dem Hunger kann er dann heilen. Und Dinos essen alles, was sie im Inventar haben, sofern sie Hunger haben, auf. Wenn man einmal out auf Render fliegt und wieder reinrendert. Deswegen rendert man das Dadon einmal raus und fliegt wieder zurück. Und dann müsste der jetzt alles gegessen haben. Wenn wir jetzt einmal schauen. Jawohl. Gut, der Stego ist voll. Hat der einen Sattel? Der hat meinen guten Sattel an. Und dann nehme ich jetzt einmal den mit. Und die Carbo mit 7 KP, die ist nur zum Reinschicken. Dann fliege ich einmal kurz hin. Ich meine, das ist ein Solo-Gamer. Der hat so viele Heavys wie ich. Wie viel Schuss habe ich denn? 400. Vielleicht hat er 1000 Schuss pro Heavy. Vielleicht kriege ich das sogar gesoakt, ey. Boah, scheiße. Mann, das wäre so eine krass geile Strategie gewesen, ne? Aber das geht nicht. Ich komme nicht durch das Loch mit keiner Taktik. Ich habe wirklich alles probiert. Ihr könnt es mir glauben, eine Dreiviertelstunde oder so. Ihr wisst doch, wie ich da bin, wenn es ums Wayne geht. Und ich lande jetzt mal hier oben und drop die Carbo einfach mal rein, glaube ich. Das ist das Erste, was ansteht. So, rück mal vor. Hinfort mit dir. Und bitte direkt rein. Ich will's wissen. Du kannst sofort reingehen, wenn du möchtest. Aber nur, wenn du willst. Du musst nicht. Ja, fuck. Fuck, okay, die soakt aber doch. 7 KP waren das. Soakt die 3 Schuss mit. Scheißdreck. Gut, ich check dann einmal eben die andere Seite, weil von hier müsste ich reingehen. Da ist der Tower direkt. Okay, und dann kicke ich den Stego einmal raus und mache jetzt einfach Testing. Ich halte den Schwanz da rein und guck, ob ich was gesoakt kriege, wie viel Damage ich kriege und ob das eine Idee ist oder ob das scheiße ist. Das ist jetzt die große Frage. Und hier turn ich schon mal. Oh ja. Die Frage, sind das 66 Damage? Sind das Body Shots oder Panzer Shots? Das sind Panzer Shots. Ja, ich soak mal an. Ich check, wie viel Ammo der hat. Ammo check. Okay, das eine ist leer. Den kriege ich gesoakt. Den Jürgen kriege ich gesoakt. Auch mit dem Scheißstego, oder? Boah, die schmelzen. Guck mal, die schmelzen mich. Eins leer. Krass. Okay, ich krieg den, Jungs. Ich krieg den. Safe. Ich mach den übel weg. Okay, bei 1000 HP ziehe ich raus. Jetzt. Gut, den krieg ich übel weg. Ich glaube, ich baue mir hier eine FOP. Ich place mir hier eine FOP und hol meinen Dadon. Dann muss ich nicht immer hin und her fliegen. Anderes Gaming gerade. Holy moly. Und dann nehme ich noch eine Yeet Carbo mit? Weiß es gerade gar nicht. So, unsichtbar machen. Ab zur Base. Aber gut, erstmal hau ich den Stego raus und heil den hoch. Und mein Imprinter ist fast fertig, ne? Der hat nur keine Level. Das ist das Problem. Ja, er ist ausgewachsen. Es ist sogar Male und Female. Und die Bestie ist full. Dann gucke ich mal, was ich für eine FOP alles habe. Ich habe noch einen Generator, ich habe noch Outlets, ich habe noch einen Vault, ich habe eine Tür. Ey, ich habe alles. Und nehme mir 2 Normals mit. 4 Normals, komm. 4 Normals und das Heavy hier. Ich denke mal, das ist dann okay. Dann noch Gasolin und ein Kabel. Und ich glaube, ich habe nur eine Pump, die würde ich ungern mitnehmen. Aber ich nehme auf jeden Fall noch ein bisschen Primitive Flak mit. Und eine Ersatzarmbrust mit Grappling Hooks. Falls mir was passieren sollte. Boah, das fühlt sich ganz riskant an, ne? So viel jetzt mitzunehmen für einen Raid. Und ich glaube, ich gehe sogar all in und nehme noch ein paar Kuchen mit. Und das Dadon, oh, das will ich nicht verlieren, ne? Wenn ich das jetzt da weggesniped kriege oder so, oh, das wird mich richtig ärgern. Und jetzt ist die Frage, ob ich noch eine Carbo mitnehme, ne?
Wie viel habe ich denn? 3 hier, 4 da. Die hier gehen auch gut hoch, glaube ich, ne? Ja, ich habe genug eigentlich. Ich habe 8 Stück. 8 Eatable Carbos. Dann nehme ich mal hier eine von mit. Weißt du, wenn die nochmal 20 Turrets leer macht, 20 Schuss saugt oder so, mal 4, 80 Bullets, ist das echt gut. Die hier nehme ich mit. Und ein paar Mad Brews auch. Landung ist eingeleitet. Dann gucken wir mal, wo ich jetzt am besten baue. Boah, jetzt geht mir der Stift. Das muss schnell gehen. Da geht einem immer der Stift. Komm, mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Okay. Das steht. Dann jetzt ein paar Wände und ein Dach und noch mehr Wände. Gut, 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 gut. Dann platzieren wir jetzt noch ein paar Turrets. Genau hier, genau hier. Dann setzen wir noch einen Pincode und ziehen mir jetzt hier ein Bett hin und hierhin ein Tresor. So. Okay. Das sieht gut aus. Damit kann ich erstmal arbeiten, würde ich meinen. Und dann tue ich mal die Sachen rein. Ersatzarmbrust rein, das rein. Okay. Dann gehe ich jetzt los und schicke eine Carbo rein. Einfach, um ein paar Bullets loszuwerden. Ich denke, das ist ganz nice, oder? Einfach mal dahin. Und sobald der soakt, drücke ich J. Komm, J. Dass der kommt und sich mit dem Panzer zu den Turrets dreht. Dreh dich! Ach, Digga, ist doch Schmutz. Das war die Carbo. Und ich überlege, ob ich die Bad Cryo, damit die keiner wegsniped. Rausdroppen kann ich sie ja eh. Und den Tresor werden sie erstmal nicht knacken. Selbst wenn sie hier meine Turrets weggehen. Bis sie den Tresor haben, komme ich hier safe hin. Und kann take all. So zumindest der Plan. Ich lege hier trotzdem nochmal einen Safety Sleeper hin. Alter, guck mal hier. Auch ein Red Hole. Gut, und dann wird es jetzt Zeit für diese Kombination. Ich bin aufgeregt, ne? Wir gehen in Position. Aber gut, manchmal muss man als Arc-Gamer halt, ne? Manchmal musste. Jawohl. Body Shots. Kuchen gehen rein. Friss. Du Drecksau. Ich möchte nur ein Turret haben erstmal. Deswegen ein bisschen langsamer vorgehen. Jawohl. Turret für Turret gehe ich das an. Aber ich werde auf jeden Fall heilen müssen mit dem Dadon. Die Kuchen sind nicht godlike. Die helfen jetzt gut. Ja, ich habe keine Ahnung. 10.000 HP mehr jetzt in dem Run. Aber danach muss ich relativ schnell immer heilen. Eins ist leer, ne? Ich denke mal, die meisten Bullets wird er aber in seinem Eingang haben, ne? Der Eingang ist da, da seht ihr das. Die sind aus, da sind welche aus. Aber das gucken wir dann. Vielleicht kann ich das Stego-Run oder so. Oder mach das mit den Clustergranaten in die Base. Turret leer. Turret leer. Erste Heilung geht an den Start. Dadon Kickerus, Wunderbärchen und heilen. Oh, es treten gerade sehr viele Leute bei. Fuck. Und das Heilen dauert länger, als man immer denkt, ne? Ich cryo auch das Dadon sofort ein, wenn ich durch bin. Alter, wie viele joinen denn gerade? Was ist denn los? Guck mal, ich bin schon bei denen da hinten, Alter. Krass. Aber ich muss alle 2 Turrets gefühlt heilen gehen. Das ist echt scheiße. Ich muss Step by Step vorgehen. Ja, das sind super viele Turrets, die gerade ballern. Okay, ich gehe heilen. Ja, ich krieg, keine Ahnung, 2 bis 3 Heavy Slayer pro Heal. Das dauert jetzt. Das ist gut. Aber der Stego ist ein Schmutz. Ich fliege zurück. Ich gucke, ob ich mein Breed Mail hole. Das ist zu stressig hier gerade. Keine Ahnung. Aber ich will einen besseren Stego, ey. Das gibt's wirklich nicht. Also Bestandsaufnahme. Das Dadon geht auf jeden Fall schon mal raus. Mein Stego hier hat 6 Level. Ist imprinted. 8,4k. Das ist, kann ich nicht nehmen. Was habe ich hier noch? Den Breed M. Ungelevelt. Und ein 37er. Das hier ist ja auch ein Männchen, ja. Das heißt, ich habe 2 Männchen mit Top-Stats. Dann könnte das vielleicht mein Breeder werden. Ich kann den auf jeden Fall mitnehmen. Ich guck mal, auf was ich den gelevelt kriege. Ist das andere ein Female? Yes! Dann habe ich sogar Mate-Boost. Oh mein Gott, ey. Warum bin ich darauf nicht früher gekommen? Dann nehme ich zwar jetzt meinen Breeder und muss jetzt auch noch leveln und heilen. Aber das macht so angenehm, wirklich da, das ist Krebs. Kann 20 Shots zocken, dann muss ich back. Okay, 40 Level hast du. Du bist sogar imprinted. Geile Scheiße, oder? Und haben wir einen Mate Boost und Imprint mit 21, ja, zumindest 21k. Das ist dann schon mal okay. Auf jeden Fall viel besser müsste das laufen jetzt. Alles geheilt und gelevelt. Ich nehme jetzt auch meine letzten 4 Kuchen mit. Und dann nochmal auf ein neues. Stegos out. Okay, noch einmal passiv whistlen. Kuchen habe ich bei. Netgun habe ich bei. Und dann komm mit 30er Damage nur noch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, sind das Body Hits oder Stachel? Das sind Stachel. Oh, 21 Damage nur. Ja, das lohnt sich mega. Die mache ich alle leer. Da sind ein paar 30er Hits bei. Aber auch 21er, das geht beides. Dann mache ich die klassische Taktik, wenn man so wiggelt,
kriegt man mehr Dingenshots. Ich kann ja jetzt Power Soaken hier. Ich habe auch noch die Kuchen. Da kann auch mal einer rein. 21er Hits, ja. Dann nehme ich die. Aber guckt an, das war so die gute Entscheidung, den zu holen. Ich blaze jetzt durch die Turrets. Und hätte ich jetzt einen Rocket Launcher, könnte ich wahrscheinlich sogar einfach reinrunnen. Aber ich habe keinen mit. Deswegen soak ich jetzt eben weiter. Hör doch auf mit den 30er Hits, Digga. Jawohl. Danke. Aber ich double check. Und ich sehe da kein Turret mehr, ne? Boah, ich hab so Schiss, ne? Bin abgestiegen. Lege ein C4. Ich hoffe, ich krieg damit ein Outlet weg, dass die Turrets schon mal aus sind. Ja, oder so. Ich laufe mal richtig rein. Habe ich nur Schiss, dass im Tower noch eins an ist oder so. Weißschuss, ja, okay, das sind die Überreste der Heavies. Kleinvieh macht aber auch Mist. Ich nehme alles mit. Und vielleicht war ja eins nicht gesoaked oder so. Hier, das steht auch noch, ey. Oh, das ist ein ganz gruseliges Gefühl, ne? Ein richtig gruseliges Umgehen von Gegner-fucking-Turrets. Wir gucken vorsichtig rein. Es sieht aber so aus, als wäre hier nichts. Da unten ist der Generator. Der geht jetzt aus. Irgendwo da unten ist er drin, ne? Gucken wir mal, ob er hier was drin hat. Nee. Nee, ich spreng schon mal. Okay, 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 Leute. Oh, ich hab Schiss, dass hier noch eins ist in der Wand oder so, was ich nicht sehe. Nummer eins aus. Hier ist noch ein Gen. Da vorne war der. Okay, I see, I see. Zwei C4 müssten reichen. Ja, und dann gucken wir, das sind zwei Leute, zwei Stück. Gutes Flak. Nehme ich. Da ist der zweite, den muss ich mir zuerst schnappen. Ich kill die jetzt auch noch nicht. Gutes Flak, die haben, vielleicht haben die Blueprints. Ist das hergestellt? Ja, ist hergestellt von denen. Die haben auf jeden Fall einen Blueprint. Ein Iguanodon, what the fuck? Zement! Yes! Man kriegt immer, was man verdient, ne? Also ich den ganzen Loot. Oh, die Brust nehme ich auch. Die haben auf jeden Fall Blueprints. Ein paar Sachen sind gecraftet. Das wäre krass, das wäre krass. Leder brauche ich auch. Den hier hatte ich schon geguckt. Hier, was ist hier, was ist hier? Fabricator locked. Advanced Rifle Bullets nehme ich mit. Ich habe jetzt glücklicherweise auch meinen Simo Makrodom mit. Kann dem also das Zeug geben. Und das Gewicht wird halbiert. Pack's uns hier das Schwere alles mal in den Stego. Hier, das ist gelockt. Was war hier noch drin? Zwei Heavies, das meine ich. Genau das meine ich, Jungs. Genau das fucking meine ich. Heavy BP, Heavy BP. C4, Compound Bow. Genau das meinte ich mit, ich raide mir meine Base. Ich schwör's euch, genau das. Okay, es wird Zeit, dass ich meinen Desmodus hole. Ich mache jetzt die Packung dicht. So, genau hier eins hin. Genau hier eins. Und nochmal hier. Ich denke, damit fahre ich gut. Jawohl, auch alles dead. Sehr, sehr schön. Dann riden wir dich einmal. Warum machst du das nicht weg hier? Jetzt. Und dann gucken wir alles durch. Was haben wir hier? Oh, Alter, ich habe gar keine Zementsorgen mehr. Ey, wie krass. Dann nochmal hier reingucken. Das Metal nehme ich safe mit. Flamethrower BP nehme ich mit. Die Gauntlets nehme ich ja mit. Einfach, damit ich sie hab. Und jetzt die Fabricator. Electronics. Electronics. Ja, wahrscheinlich nochmal Electronics. Naja, wo ist deren fucking Schmiffi, Digga? Hergestellt von Balls. Handschuhe. Handschuhe, Schuhe und Helm. Blueprint haben sie. Da leck mich am Arsch. Entweder die haben das im Upload oder die haben da noch ein Pullover. Laden geht auf. Safe alle leer. Dann haben die es im Upload oder im Pullover. Und ich glaube, ich weiß was mit der... Nein! Oh mein Gott, wisst ihr, was passiert ist? Oh mein Gott, nein. Die ersten Granaten, die ich ins Loch geworfen habe, die haben die Smithy zerstört. Und dann ist der Beutel decayed. Helm hatte ich schon. Ich hätte zwei neue Flag Blueprints haben können. Aber ich wusste ja nicht, dass ich den Schlafsack da nicht setzen kann, ne? Fuck me. Och nee, scheiße. Ich gehe trotzdem mit dem Parasaurus hin, aber da wird nichts sein. Das habe ich mit den ersten Sprengungen kaputt gemacht. Er detected da was und da was. Nichts in der Base. Oh, das ärgert mich brutal, ne? Dann sammle ich jetzt noch die FOB auf und würde sagen, damit wünsche ich euch dann einen schönen Abend, schönen Tag. Hab euch lieb, macht's gut, haut rein und tschüss.